Hi Pyros und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, über das leidige Thema Feuerwerksverbote habe ich ja schon ein paar Videos hier auf dem Kanal gemacht, zum Beispiel das, das und das. Ja, und auch in diesem Video geht's wieder um Feuerwerksverbote, ist zwar ein blödes, aber gerade auch hier in Deutschland leider sehr präsentes Thema. Ja, und in diesem Video soll es eigentlich auch nur so ein bisschen grob um die aktuelle Lage in Bezug auf Feuerwerksverbote in Deutschland gehen. Aktuelle Lage heißt hier jetzt Stand September 2023, also gibt es zum Beispiel irgendwelche wichtigen neuen Entwicklungen bezüglich Feuerwerksverboten. Ich will in der Hauptsache einfach mal so grob darauf eingehen, was in puncto Feuerwerksverboten derzeit so Sache ist. Und ich wurde auch ein paar Mal gefragt, wie es eigentlich mit einem Feuerwerksverbot an Silvester 2023-24 aussieht. Meine persönliche Einschätzung dazu gibt es also auch noch. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Außerdem für Videoankündigungen, Behind-the-Scenes-Content, News bezüglich Feuerwerk und so weiter folgt mir gerne bei Instagram. Zweiter Link in der Videobeschreibung, würde mich freuen. Und dann würde ich sagen, geht's jetzt los mit dem Video. Viel Spaß! Ja, Forderungen nach einem Feuerwerksverbot gibt's ja schon länger und die gibt's natürlich auch wieder in diesem Jahr. Dass diese Forderungen oft von nicht haltbaren Argumenten gestützt werden, brauche ich euch, denke ich, nicht zu erzählen. Aber ja, auch 2023 gibt es diese Forderungen nach einem Feuerwerksverbot noch und ich denke, dass es diese Forderungen auch noch lange geben wird. Ich denke, dass es Feuerwerksverbotsforderungen noch lange geben wird, auch wenn in der Pyrobranche aktuell und auch schon seit einiger Zeit sehr viel daran gesetzt wird, Feuerwerk zum Beispiel umweltfreundlicher zu machen. Und das ist auch eine ganz gute Überleitung, denn ich habe es schon öfter gesagt und sag's jetzt auch nochmal, ich denke, dass wir Feuerwerksbegeisterten jetzt schon seit einiger Zeit in einigen Bereichen deutlich besser aufgestellt sind als früher. Beispielsweise wird durch immer mehr biologisch abbaubare Produkte ersichtlich, dass Umweltfreundlichkeit in der Pyrobranche durchaus sehr ernst genommen wird. Außerdem sind wir Pyros in puncto Öffentlichkeitsarbeit mittlerweile ziemlich gut aufgestellt und außerdem glaube ich auch, dass zum Beispiel einige Feuerwerkshersteller und Händler durch die früheren Abgabeverbote aktuell gar nicht mal so schlecht auf eventuell kommende Verbote vorbereitet sind und beispielsweise eventuell ja sogar erfolgreich gegen solche klagen könnten. Jetzt ist es natürlich so, dass es eben eine Petition gibt, in der unter anderem gefordert wird, den Verkauf, den Besitz und das Zünden von F2-Feuerwerk durch Privatpersonen zu verbieten. Dazu habe ich ein Video gemacht, könnt ihr euch gerne reinziehen. Die Sache ist halt, dass das nicht einfach irgendeine Petition ist. Nein, es besteht die Möglichkeit, dass diese Petition in die Prüfung, ob und wie das Sprengstoffrecht angepasst werden soll, mit einbezogen werden kann. Mehr dazu im eben erwähnten Video. Das Video heißt übrigens Verbot von F2-Feuerwerk für Privatpersonen rückt in erschreckender Nähe, Kaktus HD. Ja, ich weiß, voll der lange Titel, aber was ich damit jetzt eigentlich sagen wollte, Verbot von F2-Feuerwerk für Privatpersonen rückt in erschreckende Nähe, heißt natürlich nicht, dass ich glaube, dass es jetzt zu 100% in der nächsten Zeit so ein Verbot geben wird, glaube ich nämlich nicht. Wie ich früher hier im Video schon gesagt habe, denke ich, dass wir Feuerwerksbegeisterten jetzt schon seit einiger Zeit in einigen Bereichen deutlich besser aufgestellt sind als früher. Auch und gerade auch deshalb glaube ich nicht, dass es allzu schnell zu einem großen Verbot in Bezug auf Feuerwerk kommen wird. Auch nicht zu großen Abgabeverboten, wie es sie zum Beispiel in den Corona-Jahren gab. Gerade die großen Feuerwerksabgabeverbote während den Corona-Jahren muss man meiner Meinung nach eben im Zusammenhang mit der Ausnahmesituation, also der Pandemielage damals betrachten und aktuell, immer noch Stand September 2023, haben wir in Deutschland ja zum Glück keine Pandemielage mehr. Also was Silvester 2023-24 angeht, ich persönlich bin da aktuell optimistisch, dass wir ein tolles, traditionsgemäßes, buntes Silvester mit viel Feuerwerk feiern dürfen. Im Endeffekt heißt es natürlich abwarten, aber wie gesagt, aktuell sehe ich Silvester 2023-24 ohne große Feuerwerksverbote. Ja, sollte es irgendwelche wichtigen pyro-relevanten Entwicklungen geben, versuche ich natürlich ein Video zu machen, um euch da auf dem Laufenden zu halten. Also, Abo lohnt sich. Ja, und ansonsten hoffe ich natürlich, dass euch das Video hier gefallen hat. Vielen Dank fürs Gucken. Man hört sich Pyros.